Du träumst von einem wunderschönen Geigenklang und bist gefühlte Lichtjahre davon entfernt? Heute helfe ich dir, etwas Licht ins Dunkel zu bringen und deinen Klang sofort zu verbessern. Viel Spaß mit dem Video! Ich heiße Leonora Haupt und habe als aktive Geigenlehrerin und Solovioinistin viel Erfahrung mit schönem Klang auf der Geige. Bevor ich dir jetzt 5 wertvolle Tipps gebe, finde ich es ganz interessant, dass du dir mal überlegst, was für dich einen schönen Klang eigentlich ausmacht. Wenn ich meine Schüler oder Schülerinnen mal darüber befragt habe, kam häufig die Antwort, ich wünsche mir einen regelmäßigen, klaren, zum Teil auch vollen und runden Klang. Gleich dicht dahinter kam sofort, ich brauche dazu unbedingt Vibrato. Jetzt ist die gute Frage, ist das wirklich richtig? Ist es das einzige Mittel, was wirklich einen schönen Klang erzeugt? Ich lasse mal diese Frage so offen stehen und beantworte sie dir später in diesem Video und starte jetzt mit dem ersten Tipp. Achte auf deine Haltung. Dieser Punkt ist sehr wichtig und wird häufig unterschätzt. Ich könnte mir denken, vielleicht hast du auch den ein oder anderen Künstler schon gesehen, der ganz lässig irgendwo rumstand und du denkst, ah, ich stehe jetzt auch mal ganz lässig irgendwo vor meinem Sofa und spiele mal mega gut. Ich sag mal, das kann bei einigen Künstlern auch funktionieren, die wirklich professionell sind und jeden Winkel des Bogens kennen. Aber im Allgemeinen heißt das jetzt nicht, dass du die Ausrede benutzt. Haltung ist ja nicht wichtig. Also es geht mir darum, dass deine Haltung wirklich aufrecht, entspannt ist und auch korrekt. Mit korrekt meine ich, dass du beachtest, dass deine Haltung so angepasst ist, dass du wirklich aufrecht stehen kannst, noch deine Schulter frei bewegen kannst, auch deinen Arm, dass du nicht plötzlich irgendwie dich zusammenkauerst und dass du vor allem auch darauf achtest, dass die Höhe des Ellbogens wirklich angepasst wird. Also siehst schon, der Ellbogen muss sich eine Menge bewegen. Ich spiele jetzt noch keine aktive Strichart, aber das ist wirklich so, diese Höhe bleibt immer da. Es ändert sich natürlich der Winkel, ob du in der unteren oder oberen Hälfte spielst. Genauso spielt auch der Winkel des Arms eine Rolle. Also wenn du plötzlich deinen Arm hier viel zu lang machst, siehst du, der Bogen wird total schief, genauso auch in einer anderen Richtung. Geht auch nicht. Ebenso auch das Handgelenk. Wenn das Handgelenk zu hoch ist, wird das keinen guten Klang geben. Genauso, wenn das Handgelenk hier unten ist. Also es geht wirklich immer um das richtige Maß und das richtige Verhältnis, was bei dir gut aussieht, entspannt ist und einen guten Klang gibt. Das ist auch natürlich eine Übung und ein Ausprobieren, wo ist die Regel sozusagen und wo ist deine Sache, damit wirklich du am besten spielen kannst. Ich kann dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben, Haltung ist eine lebenslange Übung. Also ist kein Garant dafür, dass du einmal eine tolle Haltung hattest. Du wirst es bestimmt schon erlebt haben, wenn dein Stück schwerer wird, du versinkst in die Noten, dann hast du deine Haltung natürlich komplett vergessen und die wird vielleicht auch nicht gerade mega toll aussehen. Also das stetige Erinnern und Korrigieren kann viel in deinem Spiel verbessern. Deswegen, wenn du mal nicht weiterkommst und du hast noch keine andere Idee, was deinem Klang verbessert, versuch doch mal deine Stelle oder dein Stück wirklich mit einer super tollen Haltung zu spielen, die du vorher noch nie gemacht hast. Du wirst garantiert eine Verbesserung feststellen und wenn dich mehr an diesem Thema interessiert, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Ja, weil das Thema ist einfach sehr groß, weil es umfasst nämlich auch das Material, dass du deinen Kinnhalter, deine Schulterstütze auch anpasst, genauso, dass dein Bogen gut anspricht. Da spielen wirklich viele Faktoren eine Rolle, die deine Haltung nämlich auch beeinflussen, wenn du nicht das angepasste Material hast. Also, solltest du merken, ich habe genau spezifisch eine Frage, warum klingt es meinetwegen am Frosch nicht schön, dann schreib das genauso detailliert auch in die Kommentare, weil je spezifischer, desto besser kann ich natürlich auch die Frage beantworten. Finde deinen Kontaktpunkt beim Streichen des Bogens. Wenn du jetzt rätselst, was meine ich um Gottes Willen damit? Also, es geht darum, wo streicht der Bogen eigentlich konkret? Wenn du mit dem Geigespielen gerade erst angefangen hast, dann wird es so sein, dass du hauptsächlich in der Mitte zwischen Griffbrett und Steg versuchst zu streichen.
Meinetwegen hier. Dann geht es vor allem darum, dass du in dieser mittleren Lautstärke, also ein Mezzoforte ergibt sich daraus, dass du diese Stelle wirklich halten kannst, weil häufig ist es dann so, der Bogen rutscht irgendwo rum und dadurch ist der Klang nicht besonders regelmäßig. Dann kann es natürlich passieren, manchmal du spielst nach Noten und stellst fest, mein Klang klingt so komisch scharf und laut. Wann das passiert? Dein Bogen ist plötzlich in Richtung Steg gewandert. Und dann gibt es dieses unangenehme pfeifende Geräusch. Wenn du dieses Geräusch mit der Zeit kennst, dann weißt du auch, das ist vielleicht nicht so der passende Punkt, um dort zu spielen. Genauso gut, auch schon bestimmt bei dir passiert beim Üben, dein Bogen war plötzlich auf dem Griffbrett. Natürlich darf man auch unter bestimmten Umständen auf dem Griffbrett spielen. Der Vorteil ist, es wird dort weicher und leiser, wenn alles gut läuft. Allerdings, wenn du noch nie dort bewusst gestrichen hast und es noch nicht so viel geübt hast, kann manchmal auch das passieren. Der Ansatz an dem Griffbrett ist nämlich komplett anders als in der Mitte zwischen dem Griffbrett und dem Steg. Also der Ton verändert sich wirklich. Je nachdem, wo du streichst, musst du natürlich auch deinen Bogendruck, deine Geschwindigkeit und andere Sachen noch mit anpassen. Das Tolle ist, wenn du die Kontaktpunkte einzeln, es gibt insgesamt 5 davon, wirklich halten kannst, dann ergibt es unterschiedliche Klangfacetten. Wenn du sehr fortgeschritten bist und schon viel ausprobiert hast, weißt du sicherlich, dass auch die Lautstärken sich wirklich fließend ändern, wenn du mit dem Bogen auch zwischen diesen Punkten wanderst. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mich bewege, dann kann es sein, dass der Ton viel lauter wird. Also, Kontaktpunkt, Klangpunkt ist im Grunde genommen das Gleiche. Zu Anfang ist es wirklich der Punkt, wo ein schöner Klang rauskommt, wenn du noch nicht alles ausgetestet hast. Haben wir ja sowieso meistens nicht. Oder wenn du schon mehr gespielt hast, dass du den passenden Punkt für die passende Lautstärke auswählst. Ist natürlich klar, dass am Griffbrett es leiser ist als am Steg. Wenn du jetzt noch nicht lange spielst, wirst du erstmal als Ziel haben, wirklich eine Stelle zu halten, dass dein Bogen schön gerade bleibt, der passende Druck dazu passiert. Wenn du länger spielst, übst du daran, schön weiche Übergänge zu produzieren, wo jeweils der passende Kontaktpunkt zum Streichen wirklich angebracht ist. Wenn du jetzt merkst, oh toll, ich möchte unbedingt Lautstärken auch mal von mir erklärt haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich habe bisher dazu noch kein Video gedreht, weil ich weiß gar nicht, die meisten denken irgendwie über Lautstärken häufig nicht nach. Aber guck doch bitte mal in dein Stück mal rein. Bestimmt viele Stücke haben das, wenn da ein F, ein P, verschiedene Angaben stehen, ist das ein Hinweis für Lautstärken und dein Stück und dein Klang verändert sich wirklich nochmal um vieles. Und dadurch wird natürlich auch ein Klang durchaus voller und auch mal lauter. Also verändert die ganze Klangproblematik, aber wirklich darauf achten, dass du eine Sache erstmal halten kannst. Finde den richtigen Bogendruck, achte auf deine Bogenführung und die passende Geschwindigkeit. Dein Arm, deine Hand und dein Bogen produzieren natürlich ein gewisses Gewicht. Wenn du deinen Arm zu schwer machst oder auch deine Hand, kennst du bestimmt dieses nervige und kratzende Geräusch. So, das heißt, hier wäre der Bogendruck einfach nicht angepasst. Wenn du dafür den richtigen Bogendruck findest, wird der Ton schon wesentlich angenehmer und schöner. Ich habe dazu auch zum Thema kratziger Ton schon ein Video gemacht, auch zum Thema Bogen gerade streichen. Also schau dort gerne vorbei, wenn du das nicht schon geguckt hast. Ebenso liefert ein schiefer, unfokussierter Bogenstrich auch einen unschönen Ton. Also selbst wenn du alles beachtest, dass du deinen Bogenstrich hier erstmal gut ansetzt und dann irgendwie führst, dann fängt das an tierisch zu rutschen, der Kontaktpunkt ist weg, der Bogenstrich ist schief und dann passt alles nicht. Also die Bogenführung, wie du wirklich den Bogen führst, angepasst gerade oder eben mit den passenden Lautstärken, das spielt wirklich eine immense Rolle. Wenn du jetzt schon beide Punkte beachtet hast, also den geraden Bogenstrich mit dem richtigen Druck, kommt meistens schon ein deutlich klarerer und angenehmerer Ton dabei raus. Aber eine entscheidende Sache, glaube ich,
vergessen viele Schüler beim Üben. Ich erlebe es häufig im Unterricht, gerade bei denen, die sich wirklich sehr viel Mühe geben. Ich glaube, es gibt sich jeder Mühe, aber alles geübt. Also Noten, Bogenstrich, Bogenkontrolle, die richtigen Noten, aber hochkonzentriert. Die Stelle ist nicht einfach. Die Noten werden anvisiert. Leider geht die Stelle nicht mehr so schnell und was passiert? Der Bogenstrich wird total langsam. Und genau das, obwohl alles andere gestimmt hat, hat den Ton wieder total kratzig werden lassen. Ich könnte mir denken, du denkst, wie kommt denn das? Ich habe mir doch Mühe gegeben. Ja, es ist so, die Koppelung, wenn du ein Problem mit einer Stelle hast, du wirst langsamer überlegst, war das jetzt richtig? Wie soll ich das jetzt spielen? War das der richtige Fingersatz? Ist automatisch dein Kopf damit beschäftigt mit dem Suchen und der Arm hier setzt das sofort koordinationsmäßig um. Ich werde mal langsam. Und dann ist genau das Problem, der Bogenstrich, der Kontakt, das passt alles nicht mehr zusammen. Und deswegen klingt der Klang natürlich nicht so, wie du den gerne haben möchtest. Deswegen sage ich häufig, lieber ein mutiger, direkter Strich und ein falscher Ton als vorsichtig und leider nicht richtig angesetzt. Du sollst jetzt natürlich nicht jeden Ton raushauen. Mit Feuer, Dröhnung und Pforte, also leise üben und kontrolliert üben, gehört mit dazu. Aber wenn du zu viel Angst hast und dann plötzlich ganz vorsichtig irgendwas streichst, dann funktioniert es auch nicht. Also, deswegen beim Üben Haltung, Kontaktpunkt, Bogendruck, Bogenführung, passende Geschwindigkeit sind schon relativ viele Punkte, die du zu beachten hast. Wenn du merkst, um Gottes Willen, ich kriege diese Tipps gar nicht auf einmal einfach hin. Das ist vollkommen normal. Es geht also auch darum, beim Üben öfter mal zu rotieren und einzelne Schwerpunkte auch zu bearbeiten. Schau dir bitte auf jeden Fall unbedingt auch den nächsten Tipp an, weil manchmal spielt auch natürlich etwas anderes eine Rolle. Schärfe dein Bewusstsein. Gerade wenn du an neuen Stücken und Techniken arbeitest, bist du häufig hauptsächlich mit dem Ablauf von richtigen Noten und Strichen beschäftigt. Was natürlich heißt, dass du manchmal nicht so an die passende Geschwindigkeit vom Bogen denkst, vielleicht auch nicht die fließende musikalische Idee. Und dadurch kommt eben ja ein stockendes Gefühl zustande und auch nicht unbedingt der Klang, den du dir wünschst. Was du machen kannst, du kannst auf jeden Fall beim Üben mal darauf achten, dass deine Lernabschnitte zum Üben deutlich kleiner sind, so dass du die Technik des rotierenden Üben einsetzen kannst. Das heißt, du kannst jede Stelle nach einem Gesichtspunkt verbessern, meinetwegen einmal für Intonation, also Sauberkeit, einmal mehr für die schönere Bogenführung, einmal zum Einhalten für die Striche, dann mal gucken, wenn du schon die Grundsätze von der Stelle kannst, dass du dann auf den schönen Klang wirklich bewusst achtest, also alles durchgehen, was du vorher gelernt hast, Haltung, Bogendruck etc., dass du da aufmerksam bist, ob wirklich jedes einzelne Strichchen oder wirklich die ganze Passage wirklich das bestmögliche Ergebnis bekommt, weil meistens erlebe ich es im Unterricht, ist das Bewusstsein wirklich noch zu Anfang bei den ersten Punkten. Also die Töne sind schief und der Bogen eiert irgendwo rum und da ist eigentlich dieses Bewusstsein, ich müsste ja später dann, wenn ich das kann, nochmal weiterarbeiten. Es ist noch gar nicht da. Und darum geht es, dass du, egal wo du dich gerade beim Lernen befindest, wirklich daran denkst, wenn du über diese Grundzüge des Lernens, des Stückes oder der Technik raus bist, dass du dann nochmal tiefer reingehst und wirklich schaust, was du verbessern kannst. Ich könnte mir denken, du wirst sagen, ich bin ja sowieso nicht so weit, da komme ich ja gar nicht erst hin. Aber glaub mir, jeder, selbst derjenige, der noch nicht so lange spielt, also vielleicht ein paar Wochen, hat immer Potenzial zur Steigerung. Also immer dieser Mut, probier's doch mal aus. Streich mal schneller. Gut, dann ist mal ein schiefer Ton mit dabei, aber der Bogenstrich ist viel besser. Ist die Erfahrung einfach ausprobieren. Das ist kein Prozess, der einfach nur stehen bleibt. Was gestern war, kann schon wieder anders sein. Das ist das Tolle am Lernen eines Instrumentes. Es ändert sich. Es ist ein stetiger Prozess. Wenn du Hilfe bei diesem Prozess brauchst, wo du sagst, ich weiß gar nicht gerade, was ich da machen soll. Ich habe zwar die Tipps geguckt, brauche aber wirklich spezifische Hilfe bei diesem Problem.
Ich habe dir einen Link einfach hinterlassen in der Infobox und einmal auch als Kommentar unter dem Video. Da kannst du gerne dich eintragen und genau so ein Problem einfach mal schildern. Dann können wir uns verabreden und mal gucken, ob ich dir irgendwie da bei diesem Problem weiter behilflich sein kann. Weil manchmal fehlt einfach bloß eine Information. Manchmal ist es auch einfach so das Gesamtbild, was so fehlt. Wenn du schon eine tolle Lehrperson hast, sprich immer mal wieder mal im Unterricht an, was du dir wünschst, weil das ändert sich auch mal. Manchmal ist einfach der Fokus gerade woanders. Immer wieder dazu sagen, ich möchte gerne das und das haben, was kann ich dafür tun? Weil auch wiederholen und stetig dran arbeiten, verbessert deinen Klang wirklich immens. Eine genaue Klangvorstellung haben. Bei diesem Tipp wird es jetzt etwas spezieller. Das heißt, je besser du die Geige spielen kannst, desto mehr wirst du feststellen, wie unterschiedlich dein Klang sein kann. Also dein Klang kann fein sein, dein Klang kann schwach, laut, aggressiv, stark, emotional, traurig. Also da ist eine ganze Bandbreite an Charakteren. Es ist ähnlich wie mit einer Farbpalette von einem Maler. Es gibt viele Schattierungen. Um diese wirklich spielen zu können, ist es natürlich sehr wichtig, dass du auch weißt, was du da eigentlich produzieren möchtest. Hierbei brauchst du eine gewisse Hörerfahrung und Kenntnis natürlich von bestimmten Epochen oder auch von dem Stück. Wenn du das noch nicht hast, ist das gar nicht schlimm. Du kannst dir einfach von deinem Stück verschiedene Aufnahmen anhören und mal für dich so beobachten, was es mit dir macht. Welche Emotionen löst es bei dir aus? Ist das angenehm, gleichmäßig? Was fällt dir als erstes dabei ein? Je genauer du wirst, desto interessanter wird natürlich auch später deine Interpretation von dem Stück. Ich könnte mir denken, das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich etwas ungewohnt, weil du vielleicht hauptsächlich an anderen Punkten gearbeitet hast. Aber es ist einfach so, wenn du nicht weißt, was du später wirklich umsetzen kannst mit deinem Instrument, weißt du auch gar nicht, wofür du die ganzen Techniken brauchst. Weil deine Techniken mit dem Bogenstrich, wie du etwas spielst, setzt du damit ein, um etwas zu produzieren, einen bestimmten Charakter, eine bestimmte Emotionalität. Und dafür ist es eben einfach gut zu wissen, was du da suchst, weil dann kannst du eher sagen, ich möchte gerne, dass es trauriger klingt. Was kann ich jetzt an dieser Stelle ändern, dass es trauriger klingt? Muss ich da mehr mit dem Bogen drücken? Was fehlt da eigentlich? Genauso ist es auch andersrum, wenn du weißt, diese Stricher klingt irgendwie so ein bisschen fade und langweilig. Da fehlt einfach was und da steht vielleicht ein Punkt da, da muss ich ein bisschen mehr den Bogen anheben. Also da spielt beides eine Rolle. Die Klangvorstellung natürlich, ganz wichtig, dass du auch weißt, was du da eigentlich produzieren möchtest, aber auch die Kenntnis, wie kann ich das einsetzen? Und diese beiden Punkte sind die, die selbst bei fortgeschrittenen Geiger oder Geigerinnen, auch Profimusikern immer noch zur Arbeit einfach verhelfen, weil wir sind immer auf der Suche nach einem schönen, ausdrucksvollen Klang und das kann bei jedem Stück ein bisschen anders sein und den richtigen Klang dort zu finden, kostet einfach auch Zeit und das ist die Zeit, die beim Üben eben auch verwendet wird, um das Stück kennenzulernen, rauszufinden, was will der Komponist sagen, wie kann ich mein Publikum damit begeistern, weil das ist häufig die Frage auch von meinen Schülern und Schülerinnen, was übe ich eigentlich, wenn die Töne alle stimmen? Und ich glaube, wie reich und die Fülle da ist, das können die am besten schon mit beurteilen, die schon längere Zeit spielen und diese Fülle schon ein bisschen kennengelernt haben. Ich komme mal zu der Frage zurück, die wir ganz zu Anfang am Video nämlich hatten. Erzeugt Vibrato einen schönen Klang? Ist es das einzige Mittel? Ja und nein, beantworte ich dir jetzt. Warum? Weil, wenn du noch kein Vibrato spielen kannst, das ist ja auch zu Anfang, wenn wir mit dem Geigespielen anfangen, kannst du noch kein Vibrato, aber der Ton muss nicht unangenehm klingen. Es gibt also durchaus einen schönen Ton mit einem wirklich schönen geraden Bogenstrich, einem klaren Bogenstrich und dann klingt das schon sehr toll. Das Vibrato ist eben genauso wie andere Techniken ein Ausdrucksmittel und verschönert den Klang. Jetzt ist es so, wahrscheinlich wirst du einige Aufnahmen gehört haben, wo diese Verschönerung obendrauf ist und das ist wie eine Sahnehaube.
Aber der Kuchen an sich, also das, was du streichst und produzierst, ist schon mega toll. Das andere kommt obendrauf. Wenn wir also nur davon ausgehen, dass allein die Sahnehaube das einzig Wahre ist, stimmt das eben einfach nicht. Zusätzlich ist es richtig, dann ist der Klang wirklich noch ausdrucksvoller. Aber jetzt zitiere ich dir einmal mal den namhaften Violinisten Giovanni Battista Viotti. Weil auch schon vor vielen Jahren wurde dort mal diese Diskussion einfach mal ins Leben gerufen. Er hat den Leitspruch nämlich ausgesprochen, die Geige, das ist der Bogen. Ich glaube, damit wird dir schon klar, die wichtige Bedeutung des Bogens bei deinem Geigenspiel. Damit ist eigentlich auch der Klang bei den Streichinstrumenten gut definiert, weil es wurde anscheinend zu allen Zeiten der Bogenstrich und die Qualität, wie wir den Bogen beherrschen, etwas unterschätzt. Und deswegen hat er diesen Ausspruch auch benutzt. Also, ich gebe dir mit auf den Weg. Arbeite vor allem erstmal an einer guten Bogenbeherrschung, weil das macht wirklich einen sehr großen Anteil aus an einem schönen Klang. Natürlich auch andere Faktoren bringen dir einen bezaubernden Klang, deine Inspiration, deine Musikalität. Natürlich nicht zu vergessen, deine Klangvorstellung, deine Technik, also da haben wir jetzt deine Haltung, da haben wir jetzt eine ganze Menge Punkte schon gehabt. Aber der Bogenstrich, halten wir mal fest, ist ganz oben auf der Liste wirklich drauf. Deswegen Streichinstrument. Ich will dich damit jetzt nämlich ein bisschen ermutigen, wenn du noch nicht Vibrato kannst, ist das nicht schlimm, weil wenn du gut Bogen streichen kannst, wirst du dich freuen, wenn dann deine Sahnehaube mit oben drauf kommt, dann ist der Klang richtig toll. Aber wenn du ein Vibrato lernst und deine Bogenkontrolle hat noch einige Probleme, wird dadurch nicht automatisch der Klang besser. Das ist nämlich genau diese zweischneidige Sache. Bestimmt hast du im Internet auch einige Videos geguckt. Mach das gerne weiter. Vibrato ist sehr nützlich, aber Bogentechnik bitte auch üben. Das lohnt sich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über dein Like oder auch über dein Abo, wenn du das nicht schon getan hast. Denk daran, es gibt auch die tolle Option Super Thanks, da darfst du gerne mir eine spezielle Unterstützung für dieses Video hinterlassen. Ansonsten gerne dieses Video auch teilen, andere Sachen nutzen, Newsletter abonnieren, vielleicht wenn du Hilfe brauchst, mich anschreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn du auch beim nächsten Video dabei bist. Bis dahin, tschüss!